So, da hören wir wieder von uns bei dieser ach so dramatischen Musik. Also, sie hat wirklich ein gewisses Gefühlsniveau. Aber wir stehen doch einfach mal auf. Und was hätten wir denn hierzu zu lesen? Trost. Ja, Feuer spendet Trost. Auf jeden Fall, dass es brennt, spendet mir wirklich Trost. Oh je, schlechte Erinnerung. Pass auf, Weg. Ja, da unten. So, will ich hier nochmal gucken. Na, es ist wirklich nur gelaufen gewesen. So, was hast denn du, Held, in Strumpfhosen so zu erzählen? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Yo. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, dein Lachen klingt sehr von Mitleid geplagt. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir zu tun haben oder was wir noch vorhaben werden. Wir werden diese zwei Glocken zum Läuten bringen. Feind. Ja, es ist. Oh, und meine gute Alte sitzt hier drin. Na, Madame, wie geht's denn dir so? Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Aber solange du leben kannst, ist mir alles wert. Erste Flakon verstärken kann ich jetzt eh nicht. Dann ging es hier noch weiter runter, aber da drücken wir uns jetzt erstmal, weil da unten. Ja, es ist nicht der richtige Weg für meine Stufe. Hier hat sich jemand sein Zeitlichen gesegnet. Na, wo willst du hin? In den Tod, alles klar. Dachtest du, es ist eine Abkürzung. Wie auch immer. Menschlichkeit erhalten. Schwäche Hinterteil. Ja, ohne Worte. Und ich stehe. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Pass auf, Gegenstand. Ja, den holen wir uns gleich. Nehmen hier einmal Brandbomben. Wie sieht es eigentlich aus? Das können wir raushauen. Dann haben wir das hier hin. Menschlichkeit werden wir jetzt noch nicht benutzen, weil es eh wenig bringt. Hätte jetzt nur den Vorteil, dass wir uns wiederbeleben und dann vielleicht nochmal sterben oder so ein Zeug. Gut, hier wird eingesagt. Was? Achso, ich bin noch im Menü. Mit Select kann ich Gesten. Früher war auf Select das Menü. Also dieses Menü, was hier ist, dieses Menü. Bin ich mir zumindest so der Meinung. Ah nein, Quatsch. Da konnte man hier die Nachrichten empfehlen und schreiben und alles drum dran. Jetzt sind halt hier diese Posen. So, dann sprechen wir mal noch mit den Herren. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Ich gehe aber weiter auf die Nerven. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Danke für die Kopfvermünze. Und ich nerv dich trotzdem nochmal. You again? Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, würde mir gefallen. Very well. Then first, a covenant with the gods. Also das kannst du da abfatzen. That is a shame, but each to their own. Speak to me if you have a change of heart.
Ja, aber nicht mehr in diesem Leben. Also, halt mit diesen. Also, ich will jetzt kein Missverständnis ausholen, aber in Eid mit solchen, weiß ich nicht, Priestertypen, die bis jetzt mal keine schlechte Ansicht haben, aber die mir ein bisschen verstreut sind in der Birne, werde ich jetzt gewiss nicht eingehen. So, ich halte es nicht aus, ja, das steht sehr oft da und es ist eigentlich ziemlich belanglos und nervig und sinnlos. Bei jedem das seine. Ja, wie ihr seht, ein mehr oder weniger kleiner Geheimgang. Und hier stauben wir uns einen gebrochenen roten Augapfel ab, womit wir in andere Spielerwelten eintreten können. Also hier dieses phantomartige Zeug, dann einen Morgenstern und einen Talisman. Und noch ein, nee, sechs Heimkehrknochen, womit man ohne, ich glaube es zumindest, ohne Verlust, ja, ohne Verlust zum Leuchtfeuer zurückkehren kann. Hier ist nochmal eine Kiste. Da kriegen wir eine Laiots Talisman. Da hat, glaube ich, genau, da hat Estus Regeneration verhindert. Also, wenn der Gegner sich mit Heiltränke heilt. Und hier machen wir ganz schnell die Biege, weil die Viecher. Uah, die Viecher sind mir nicht so ganz geheuer im Anfangsstadium. Vogel, kack sie zu Tode oder irgendwie sowas. Drehen wir noch schnell hier hinter. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt selbst abgelenkt. Gut. Die sind immer noch hinter mir her. Aber hier unten kriege ich sie dann los. Weil bis hierhin trauen sie sich dann irgendwie doch nicht. Zumindest war es bis jetzt immer so. Ja, den Vogel zu töten wäre. Was macht denn ihr bitte schön? Kommt aber jetzt nicht auf die Idee. Wenn ich hier rauslaufe, mir hinterher zu kommen, oder? Ich möchte es zumindest mal hoffen. Ja komm, verzieh dich. Springen, ja, es ist eine. Oh, ich dachte gerade. Die Phantome haben sie etwas nervig gemacht. Und jetzt kriege ich hier noch eine Nachricht von dem Jungen. Da will immer irgendwie Aufmerksamkeit. Immer will er sich, ja, geh offline. Immer will er sich hier, wenn ich aufnehme, ins Rampenlicht stellen. Soll er doch. Mir egal. So, unser erster Gegner in dieser neuen Welt, den wir auch bekämpfen werden. So, du hast ein Kurzschwert, ist mir aber egal. Boah, das war knapp. So, du hast nichts für uns. Ich kümmere mich erstmal um die Leute da oben, bevor ich das hinter mache. Weil dieses Feuerzeug ist echt penetrant nervig. Springt er aus nächster Nähe auf mir zu? Ja, das war dumm. Habe ich eigentlich diesen Ring auch an? Ja. War ich mir gerade nicht sicher. So, jetzt erstmal schnell runter. Boing. Dann kaufen wir uns das Seelen. So, ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Ein Glück. Ich habe immer so meine Talente mit Vorführeffekten, dass ich einfach mal voll in den Tod springe. Ring der Opferung. Dieser Ring ist eigentlich ganz praktisch. Wenn man wirklich weiß, wann man einsetzt. Halt keine Verluste bei Tod, aber der Ring zerbricht dann. Also wenn man stirbt, behält man seine Seelen. Und seine Menschlichkeit. Aber den sollte man da wirklich nur. Ich weiß gar nicht, wo man da am besten einsetzen sollte. Halt in Gebieten, wo man wirklich sehr weit von dem Lagerfeuer entfernt ist und eventuell sieht, dass man schwer zu kämpfen, dort schwer, wie soll ich sagen, schwer zu handhaben hat, dass man dort in Ruhe vorankommt oder dass man überhaupt vorankommt und man sieht eigentlich, dass man keine Chance dort hat, aber ja irgendwie raus will. Dass, wenn man stirbt, dann nicht nochmal sich dorthin quälen muss.
halt so als letzter Ausweg und sehe ich unbeschadet dort, wenn man sich nicht zurück teleportieren will und versuchen will, in der Hoffnung noch ein Leuchtfeuer zu finden, dort weiter voranbegibt. Schwer zu erklären, irgendwie bla bla halt. Ja, vor mir angreifen, viel Erfolg, das werde ich haben. Dann kommt mal her, Leute. Du mit deiner Axt nervst mich schon wieder. So, genau, setz dich hin und sterb. War hier irgendwas? Irgendwas war hier. Das war die Frage, könnte ich das aufheben? So. Zangenangriff, ja. Das sind so Hinweise, wie die einen angreifen. Natürlich auch für den Spieler. So. Boah, den habe ich ja mal überhaupt nicht gesehen. Das war scheiße. Nein, ey, jetzt reißt euch zusammen. Zumindest zwei getroffen. Und wieder zu früh. Oh, es ist. Ich bin da irgendwie nicht so das Talent für. Aber wird schon noch. So, und du bückst dich auch so pervers, aber. Du Hund. Hast mich voll überrascht. Aber meine Reaktionszeit war da wohl besser. Mehr oder weniger. Ja, gen Wand, sag ich mal. So, wo ging es jetzt lang? Ich muss mich hier erstmal etwas orientieren. Weil in diesen unteren Gefilden bin ich dann schon längere Zeit nicht umhergewandert. So, bin ich jetzt? Ah, alles klar. Nee, doch nicht klar. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, jetzt kommen die Typen. Ja, hast du so gedacht, ne? Zu langsam, aber tot sind sie. So, hier kriegen wir Abfall. Wunderbar. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe es bis jetzt bis einmal gefunden. Aus dem Hintern halt. Ja, Moment. Was? Okay. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich bin noch nie hier runtergerutscht. Erklärt mir das. Ach, mit nur Kreis gedrückt. Wunderbar. So, was müssen wir erstmal rausfinden? Was ja alles vor versteckte Befehle gibt, die ich. Ja, wieder was dazu gelernt. So, kommt man hier noch irgendwo hin oder war hier hinten nur eine Mauer? Hier hinten war nur eine Mauer. Dann können wir ja rein theoretisch wirklich hier die Leiter hochmachen. Tun wir das doch mal. Kommen ja nicht auch noch was. Pass auf, Menschlichkeit. Ja, nimm dich vor der Menschlichkeit in Acht. Sie könnte beißen. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen. So, mal sehen. Muss ich darüber? Eigentlich nicht, aber. Ja, ich komme ja im Endeffekt. Komme ich ja da unten her. Also es ist rum wie numm. So, dann gehen wir mal hier rein. Jagen den unsere Axt ins. Ne, nicht ins Genick, sondern in die Magengegend. So, mehr ist hier nicht. Linda. Dann kaschen wir uns das noch. Eine weitere verlorene Seele. Dann hier hoch, hier hoch. Da kommen wir nicht rüber. Ganz gern nochmal probieren. Ja, Vorführeffekt. Ich wollte zumindest zeigen, dass ich springen kann, aber. Kommt. Sag mal, dritter Versuch. Das
ist wie gesagt der Vorführeffekt, der macht immer alles zunichte. Ich geb's gleich auf. Was soll das? Mach mich nicht zum Eimer, verdammt nochmal. So, und jetzt springen. Ja, man kann nicht drüber. Bleibt an der Wand hängen, weil der springt wirklich nur nach vorne und nicht etwas höher. Das ist. Ja, das haben sie halt. Das haben sie halt etwas. Ja, schlecht nicht unbedingt gemacht. Trare. Sehr witzig. Das war ein fliegender Hamster. Ich weiß, dass das gerade dumm ist, was ich hier mache. Oh, du Hund. Und ich bin auch noch so blöd. Und spring dort rein. So, wir gehen aber erstmal hier hoch. Hat zwar den Nachteil, dass ich gleich nochmal alle killen kann. Aber was so ist. Ich werde es verkraften und ihr sicherlich auch. So, das Leuchtfeuer wurde entzündet. Wie sieht es mit dem Aufsteigen aus? Auf jeden Fall werde ich erstmal die Beweglichkeit etwas erhöhen. Das werdet ihr später dann sehen. Auf 14 hätte ich die nämlich gern. Wie gesagt, werdet ihr später dann sehen. Wahrscheinlich etwas viel später, aber egal. Komme ich gleich drüber. Schade, das wäre zu actionreich gewesen. Ja, schubst mich runter. Schade, in der Hoffnung, die haben wir es fallen gelassen. So, dann kaschen wir uns hier noch ein Holzschild, was uns eh nichts bringt. Ach, der ist schon tot. Okay. Da hat er eine Beweglichkeitspunkt sozusagen was gebracht. So, und damit sie drin nicht zieht, mal wieder zu. Erfrieren doch sonst die armen Leute. So wollte ich hier nicht irgendwo. Ach ja, genau. Hehehe, da muss man erstmal wieder drauf kommen. So, die sind ein bisschen fies. Ja, das war. Ja, wenn ihr mich jetzt in der Zange nimmt, könnt ihr mich mal am Arsch lecken. So, das war dein Fehler. Glück. Wieder den Glück. Aber mein Pech. Fehlt, die hilft sich nicht. So, ich renn hier drin. Ne, lass mich durch. Braust Meister. Großes Fragezeichen, was auch immer damit gemeint ist. Braucht Meister. Ich bin mein eigener Meister. Jetzt habe ich mich wieder verklickt. Das ist nicht alles so einfach. Komm, du sollst nach vorn springen, du. Elender Vorführeffekt. Du machst natürlich wieder richtig. Danke auch. So, was steht hier? Schwäche. Du kannst mich mal. Ganz ehrlich. Hier warten doch bestimmt irgendwelche Halunken. Wo geht's denn hier hin? Ah, alles klar. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich hab's doch. Boah, pack dich. Ja, zurzeit habe ich nicht wirklich viel Ausdauer. Und knapp davor, ey. Krieg's kotzen. Komm, mach einen Kopf. Ein zerbrochenes Schwert, damit kann ich die Welt retten. Und danach komme ich sofort zu dir. Kann man auch hochrutschen. Schade. Wo komme ich denn ja eigentlich nochmal hin? Aufs Dach. Okay. Was steht hier? Versuch's mit Springen. Vor dir. Sag mal, seid ihr ein bisschen Hinterteil geil oder was? Ist ja grauenvoll. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich vorbeigesprungen wäre. Ja, macht ein Röhrchen, ey. Macht mich nicht fertig. So.
irgendwie gibt es hier wieder so Frame-Einbrüche. Es liegt nicht am Aufnehmen. Das Spiel hat leider an manchen Stellen ziemliche Wackler.